haben die Amis einen Amateurfunkballon abgeschossen? Nun, vieles spricht dafür, denn gerade als der Pico-Ballon von Kilo 9, Yankee Oscar, mit der laufenden Nummer 15, über Kanada flog, haben die Amerikaner dort einen Ballon abgeschossen. Ja, und seitdem meldet sich der Amateurfunkballon nicht mehr. Schauen wir uns das genauer an. Hallo und herzlich willkommen zum wöchentlichen DDNOL QTC. Er flog ganze 124 Tage und hatte dabei siebenmal die Erde umrundet. Ich rede vom Pico-Ballon von Kilo 9 Yankee Oscar, der eine kleine Nutzlast zusammen mit Solarzellen gestartet hat, gerade mal 16,4 Gramm bei 7,5 Gramm Auftrieb. Ja, leider ist die Forschungsseite, die Webseite von diesem Projekt aus dem Internet verschwunden, warum auch immer, aber auf archive.org findet man das natürlich immer noch. Schauen wir mal einen Blick drauf. Das ist also die Seite, wie sie am 17. Februar 2023 noch existierte. Wir sehen hier also den Aufbau in der Mitte der Arduino mit 3 Volt Betrieben, ein GPS-Modul, Solarzellen, ja, und dann der kleine Whisper-Sender, der die Daten dann gesendet hat. Und tatsächlich werfen wir einen Blick auf die Whisper-Daten von diesem Ballon. Den haben wir hier alle Beobachtungen, hier K9 Yankee Oscar. Und ja, der wurde hier gespottet in dem Locator, in dem Feld AO98, und zwar hier auf 14 Megahertz. Und wenn wir uns das anschauen hier auf der Karte, ja, dann sehen wir genau dieses Gebiet hier, Bristol Bay, in dem dann also auch Yukon der Ballon abgeschossen wurde. Ja, und hier sehen wir auch vom 17. Februar die Position des Ballons. Und da seht ihr, ja, der ist da bei Kanada und Yukon ziemlich genau dort, wo die Amerikaner eben mit einer Sidewinder-Rakete, das Ding kostet 400.000 Dollar, ja, diesen, wir wissen es nicht genau, irgendwas zwischen 12 und 180 Dollar teuren oder günstigen Ballon abgeschossen hat. Das Ganze ist übrigens legal. Also man darf diese Pico-Ballons bis zu einem Gewicht von 1,8 Kilogramm starten. Nur mit höheren Nutzlasten. Ab 1,8 Kilo wird es kritisch und man muss noch andere Regeln beachten. Ja, dieser Ballon war von der Bauart selbst einer dieser Ballons, die sich nicht aufblähen, wenn sie nach oben steigen. Die meisten Ballons, die gestartet werden, die sind ja aus einem Material, das sich ausdehnt, weil der Luftdruck dort einfach abnimmt und dann irgendwann platzen und wieder zurückkommen. Und das war jetzt einer dieser Ballons, die sich nicht ausdehnen und deswegen ja eine sehr, sehr lange Zeit dort oben unterwegs sein können. Und wie gesagt, 7 Erdumrundungen in 124 Tagen. Das ist schon eine Hausnummer. Tatsache ist, der Ballon ist verschwunden, der meldet sich nicht mehr. Möglich, dass er sich wieder meldet, wenn die Lichtverhältnisse vielleicht besser sind für die Solarzellen. Aber unwahrscheinlich. Das Ding scheint weg zu sein und die Webseite, warum auch immer, ja, die scheint auch weg zu sein. Also bleibt spannend, das zu verfolgen. Ob ihr das macht oder nicht, ob ihr nur Whisper verfolgt oder richtige, echte, lebende QSOs macht, wünsche ich euch dabei viel Spaß. 73 angenehme QSOs, ganz klar. Und bye bye.